Stay Enemies von Sabine Melchior. Na, wach. Entferne das. Einstellung vom 8.3. als optionalen Weckton. Jetzt nicht mehr. Dafür bist du jetzt wach. Besser so? Ah, ja. Viel besser. Bist du bereit? Viel besser. Bereit. Bereit. Reporting. Deine Körpertemperatur beträgt 37,1 Grad Celsius. Nüchtern Zucker 90. Könnte besser sein, ist aber im Rahmen. Leberwerte leicht erhöht, aber noch unterhalb der Meldepflicht. Du hast gut geschlafen. Hab ich? Deine Kreditkarte hat ein Guthaben von 5.478 Webster. 20.000 Kredis. Dein Bewegungskonto ist allerdings in den roten Zahlen. 6.789 Bewegungseinheiten zu wenig. Hinzu kommt die Kiste Bier, die du am 14.02.17.30 Uhr bei eDrink geordert hast. Deine Medicard hat schon einen neuen Tarif vorgeschlagen. Sie wollen dich in Risikoklasse 4 einstufen. Das wird teuer, Meister. Ich sollte deinen eDrink-Account sperren. Das wirst du schön bleiben lassen. Weiter im Programm. Arbeit läuft rund. 234 Lizenzen verkauft. Macht 6.752 Webster allein in diesem Monat. 1.765 Provision für dich. Lehn dich zurück. Chef klopft um 17 Uhr an. Montagsmeeting. Ich übernehme das für dich. Der Auftrag von Motte muss allerdings persönlich abgezeichnet werden. In seinem Büro. Du kennst ihn ja. Der steht auf sowas. Mit Empfangsdame. Der kapiert's echt nicht. Echt nicht. Aber da komme ich wohl nicht drum rum. Carla, du hast jemanden für mich? Gender. Ja, ich habe jemanden. Es ist ein Freund. Fredster. Sein Name ist Fredster. Arbeitet bei Transweb. Vertriebsuntersektion der Netzsicherheit. Kleines Licht, aber immerhin. Wo hast du ihn her? Love Date? Nix Love Date. Du wirst es nicht glauben, aber er ist mir regelrecht in den Schoß gefallen. Vor ein paar Wochen im Silent Point. Dieser Laden ohne Musik, wo jeder zu seiner eigenen Nia-Musik tanzt. Es ist wirklich extrem relaxed da. Und es läuft immer die Musik, auf die du gerade Lust hast. Auf jeden Fall, er stolpert. Guckt mich an, grinst. Netter Typ eigentlich. Wir waren ein paar Mal aus. Richtig nett sogar. Schön, schön. Nia Insource? Klar. Nia Insource 2024. Wunderbar. Das ist einfach wunderbar. Ist er stabil? Ja, ich denke schon. Das ist gut, wir wollen keinen Schaden anrichten. Ein direkter Kanal? Ja, ein direkter. Perfekt. Also der Kanal... Ich... Du magst ihn. Hast du Bedenken? Musst du nicht. Es ist richtig. Vertrau mir. Willst du deinen Jobreport jetzt? Verschon mich. Weiter. Verschon mich. Du hast schon einmal aufgeschoben. Ja, und zweimal darf ich. Ich weiß es. Wie oft hast du mir es jetzt schon gesagt? 1.897 Mal. Und meinst du nicht, das reicht? Es reicht erst dann, wenn du deinen Jobreport in mindestens 79% der Fälle bereits beim ersten Mal annimmst. Das hast du selbst so festgelegt. Ändern? Schon okay. Steuerlast? Nein, danke. Nur so viel. Du solltest dringend noch ein Edu-Update buchen. Du brauchst bloß was Kleines. 287 Webster, um genau zu sein. Das bringt dir insgesamt eine Steuerersparnis von 603 Webster. Ja, Mann. Für 287 gibt es jetzt bei Infobooster Sanitärenglisch. Ist ein Angebot. Oder Handcoach. Handcoach? Ich? Ich habe mal Schlagzeug gespielt. Ich bin das reinste Koordinationswunder. Oh, das muss vor meiner Zeit gewesen sein. Mein Vater hatte eins. Da war ich... Ach, vergiss es. Nimm Handcoach. Wie lange dauert der Quatsch? Installation 3 Millisekunden. Durchführung in Echtzeit 6 Stunden 47. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Echtzeit? 6 Stunden 47? Neue Regelung. E-Steuer verlangt ab sofort ein Well-Done-Zertifikat für Körper-Edus. Sie müssen in Echtzeit absolviert werden, sonst werden sie nicht angerechnet. Willst du mal eine Kost? In der Zeit werde ich mit einem Quick-Edu, Meister des Mandarin oder Astrophysiker. Körper-Edus werden von der Medicard berücksichtigt. Das kann sich auszahlen. Vergiss es. Handcoach ist gestorben. Zahl die Steuerlast. Warum? Wie du willst. Du kannst heute folgende Abos kündigen. Nia News und Netpoet. Nia News will ich behalten, aber schmeiß Netpoet raus. Carla steht nicht auf Gedichte. Oh oh, Carla. Carla nimmt bereits 17% meiner Kapazitäten ein. Auffällig, findest du nicht? Immerhin, ihr habt 27% Übereinstimmungen. Also rein rechnerisch durchaus umsetzbar.
Ich hätte da trotzdem noch ein paar passendere. Nein. Nein. NIA-unterstützte Partnerwahl erhöht die Erfolgschancen um 63%. Carla, passt. Du sagst es doch selbst. Also schenk dir deine Vorschläge. Partnerwahl deaktivieren. Ich bin schon groß. Mach weiter. Du hast 27 Werbebotschaften. Willst du sie hören? Auf keinen Fall. Eine von Stay Enemy. Ich sagte auf keinen Fall. Den kann ich nicht blocken. Bitte? Du bist ein Auslaufmodell. Auslaufmodell? Ich bin die Zukunft. Die Crème de la Crème. In 3 Jahren wird NIA Insource Basic endgültig E-Linia ablösen. Dann ist NIA Insource erste Bürgerpflicht. Die Deluxe-Variante wie meine Wenigkeit wird natürlich weiterhin wichtigen Persönlichkeiten wie dir vorbehalten sein. Ich zitiere. Expertise Neurosecurity. NIA Insource garantiert als einziges Modell höchste Sicherheitsstandards gepaart mit allen Möglichkeiten modernster Implantattechnologie. Ein flächendeckender, verpflichtender Einsatz für alle Staatsbürger verspricht wirtschaftliche Stabilität, die Demokratisierung des Bildungssystems, eine Entlastung des Gesundheitswesens, die Entschlackung des Verwaltungsapparates, ein Maximum innerer Sicherheit sowie ein intelligentes und nachhaltiges Ressourcenmanagement. Allein E-Steuer... Könntest du bitte diese Eigenwerbung aus dem Reporting streichen? Ich weiß auch so, was ich an dir habe. Umso weniger verstehe ich, warum du nicht mal in der Lage dazu bist, einen blöden Blocker. Sorry, Superspam. Die haben einen unbekannten Infoblaster drin. Lieber Fredster, wer hat mit dir ein Hühnchen zu rupfen? Wer wollte dir schon immer eine reinwürgen? Wer will dir endlich mal eine Abreibung verpassen? Installiere Plug and Die und lerne deine Feinde richtig kennen. Red dir Stay Enemies. Hab Acht. Diese Leute machen mir Angst. Reg dich ab. Weiter? Weiter. Gender Score. Unautorisiertes Reporting an Netzsicherheit. Sektion Neurosecurity. Ich hab hier was für euch. Ihr dürft live dabei sein, wenn euch eure Sicherheitsstandards um die Ohren fliegen. Ihr werdet staunen, wie leicht NIA Insource 2024 in die Knie geht. Viel Spaß wünsche ich euch bei meiner ersten Live-Session. Reporting Ende. Weiter? Weiter. 7 Kundeninfos. Die von deiner Meditek solltest du dir unbedingt anhören. Die geben heute einen Gesundheitsbonus. Das gibt ja ein bisschen Spielraum bei den Leberwerten. Ich ergebe mich. Dein Inhalator feiert heute 2-jähriges Jubiläum. Zeit für den Ruhestand, meinst du nicht? Überprüfe das Material nach Bruchstellen und Haarrissen. Und dann schau mal in deine Mediathek. Farmtech hat 367 Angebote für dich. PS, den Halorex mit Schleimabsorber kriegst du jetzt schon für 113 Webster. Dir wurde ein Gesundheitsbonus von 2 Punkten gutgeschrieben. Was soll ich mit einem beschissenen Schleimabsorber? Dafür geben wir einen Gesundheitsbonus? Unfassbar. Weiter. Dein Puls liegt bei 140. Reg dich ab. Ja, ich weiß, das versaut meinen Durchschnittswert. Mach weiter. Tagesorakel? Oh ja. Hallo, hier ist dein Tagesorakel. Sponsored bei Defnix. Heute ist der Tag der Feinde. Sei vorsichtig. Grab dich ein, bleib wo du bist. Und wenn gar nichts mehr hilft, hilft Defnix Exvec. Versprochen. Ja, na, hervorragend. Du hast eine private Botschaft. Carla K. Wann? Warum hast du sie nicht durchgelassen? Ich habe schon drauf gewartet. Für sie bin ich immer zu sprechen. Du hast geschlafen. Heb die Schlafsperre für Carla auf. Du brauchst ein Schlafpensum von 6 Stunden 43. Das hat deine Medikation. Ich weiß es. Sonst bekomme ich eine andere Risikoklasse. Um mein Schlafkonto ist es schlecht bestellt. Bla, 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 bla. Nimm diese Meldung bitte aus dem Report. Ignorier es. Ich kann es nicht mehr hören. Und heb die Schlafsperre auf. Das ist eine schlechte Idee. Nimm sie raus. Schlafkonto aus Reporting entfernt. Schlafsperre für Carla K. deaktiviert. So, und jetzt lass Carla hören. Oder mach lieber gleich ein Treffen aus. Es ist so schön, deine Stimme zu hören. Ich meine, so in echt. Du magst das Gekrächze? Ja. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich langsam das Sprechen verlerne. Bevor es soweit ist, musst du mir unbedingt deine Stimme für meinen NIA leihen. Dann wären selbst die Reportings die reinste Freude. Aber sag mal, was ist denn los? Du wirkst irgendwie so angespannt. Ach, frag nicht.
meine Mutter. Ständig auf Sendung. Wackelkontakt im Implantat. Will nicht zum Nia-Doc und so weiter. Wäre wohl mal ein neues Modell angesagt. Ich hätte da einen Tipp. Bist du verrückt in dem Alter? Quatsch. Ich brauche einfach nur mal eine Pause. Ich bin reif fürs Paranetz. Warum nicht gleich Nice-Tag? Ja, genau. Stell dir das mal vor. Nice-Tag. Wow. Ich wäre ja schon glücklich über einen stinknormalen Paranetz-Aufenthalt. Aber Nice-Tag, das wäre doch mal eine ganz andere Liga. Wir beide. Zusammen. Dafür würde ich sterben. Ich würde dafür über Leichen gehen. Dreams come true in Nice-Tag. Fühl dich frei. Tu, was du willst. So oft du willst. Wann du willst. Nice-Tag sagt doch nichts weiter. Psst. Was muss das für ein Gefühl sein? Ich schwöre dir, eines Tages mit Paraszahlen. Ja. Das musst du dir mal vorstellen. Kaufen, was du willst. Ohne, dass es jemand weiß. Ich würde mir... Ja? Irgendwas kaufen, egal, irgendwas Verrücktes. Whisky trinken. Oder noch besser, irgendeinen illegalen Fusel. Schon aus Prinzip. Ohne Aufsicht im Meer baden. Nächte durchmachen. Kein Mucks von der Medica. Ja. Kein Kredi-Alarm. Keine Werbebotschaften. Keine Jobreport-Paranoia. Aber vergiss es. Wenn's gut läuft, dann kommen wir irgendwann mal für 2 Tage nach Paralife. Und das war's. Damit werde ich mich nicht zufrieden geben. Dann kannst du dir aber schon mal einen neuen Job suchen. Leiterin der Netzakademie werden oder gleich Königin von Saba? Sonst wird da wohl nichts draus. Abwarten. Vorsicht. Illegaler im Anmarsch. Habt ihr Interesse an einem Aussteiger-Plugin? Fast geschenkt. Du störst. Kein Interesse, Schwachkopf. Ist wirklich kinderleicht. Eine Art Nice-Tech für Arme, sag ich immer. Hier will keiner aussteigen. Ganz sicher nicht. Es ist wirklich leicht. Du schließt einfach nur die Augen und bist raus. Es tut nicht mal weh. Es ist wie Fliegen. Du bist ganz du selbst. Wir sind nicht allein. Wir sind viele und wir leben. Versuch den Typen mal zu scannen. Und uns geht's gut. Da ist nichts zu scannen. Du musst nicht mir vertrauen. Nicht bei einer ordinärer Elenia. Nix. Es ist der einzige Weg, den du gehen kannst. Mit dem Aussteiger-Plugin. Es reicht. Die Leute gibt's. Verschon uns mit diesem Schwachsinn. Einfach nur krass. Hey, pass auf. Mach dir nicht zu viele Feinde. Manche Türen sollte man sich immer offen halten. Lass uns gehen. Der Typ ist mir zu schräg. Warte mal. Was meinst du damit? Was meinst du mit Feinden? Pass einfach auf, okay? Pass auf dich auf. Verpiss dich. Wir sehen uns wieder. Glaub mir, wir sehen uns wieder. Was meint der Carla? Was meint er mit Feinden? Und wieso will er mich wiedersehen? Keine Ahnung. Was soll der meinen? Dummes Geschwätz halt. Ich muss immer an dieses scheiß Stay Enemies denken. Das verfolgt mich. Blödsinn. Das ist nur irgendein Idiot. Lass uns hier abhauen. Reporting an Netzsicherheit. Infoblaster erfolgreich installiert. Umgehung des Sicherheitsmoduls 23-B über ein Gate im App-Channel. Höchste Sicherheitsstandards, dass ich nicht lache. Das ist nicht meine Hintertür. Das ist ein roter Teppich. Hereinspaziert. Willkommen in meinem Kopf. Was habt ihr euch bloß dabei gedacht? Reporting Ende. Carla ist so... Erhöhtes Erregungsmuster. Nein, das meine ich nicht. Soll ich es unter Liebe abspeichern? Nein, ach ja, Quatsch. Vergiss es, davon verstehst du nichts. Was Dümmeres habe ich noch nie gehört. Soll ich Love-Check starten? Tu, was du nicht lassen kannst. Ein ähnliches Erregungsmuster hattest du zuletzt vor 523 Tagen. Du erinnerst dich? Ella. Da war auch dieses Davon verstehst du nichts im Spiel. 3 Gedichte bei Netpoet, 43 Songtransfers. Darin kam genau 67 Mal das Wort Love vor. Ja, aber mit Carla, das ist anders. Sie ist so Zucker. Das wird der Medi aber gar nicht gefallen. Sehr witzig. Ohne Scheiß. Das war Schicksal, dass ich sie getroffen habe. Sie ist so echt. Mit ihr kann ich lachen. Mit Carla, das ist einfach anders. Das ist alles so anders. Ja, dein Badewasser ist dieses Mal wärmer. 2,7 Grad, um genau zu sein. Schlägt mit 16 Webster bei Powerex zu Buche. Die CO2-Bilanz willst du ja nicht mehr hören. So ist es. Versau mir nicht meine Stimmung, du mieses Stück. Das würde ich niemals tun. Lovecheck ergibt übrigens eine Love-Quote von 87. Gar nicht mal so schlecht. Warte, ich hab da was für dich. Hey, wie geht's da? Was guckst du mich so entgeistert an? Bin ich grün im Gesicht? Illegal? Eine Außerirdische? Außerirdisch kommt der Sache ziemlich nahe. Sorry, ich freue mich nur so, dich zu sehen. Deine Stimme zu hören.
Ich hatte Angst, du würdest nicht kommen. Und jetzt bist du da. Wie könnte ich mir das entgehen lassen? Du bist süß, Fritz, da. Echt. Sag mal, möchtest du einen direkten Kanal? Das haut mich jetzt um. Und ob ich das will, her damit. Schluss mit den Träumereien. Du musst los, zur Mutter. Du könntest den City Express noch erreichen. In 7 Minuten. Lass mal. Ich gehe lieber zu Fuß und tue was für mein Bewegungskonto. Ah, hier herein, Fritz, da. Schön, dass Sie kommen konnten. Danke. Setzen Sie sich. Wissen Sie, ich glaube nur dem, den ich sehe. Ich will den Leuten einfach ins Gesicht gucken. Vor allem, wenn ich mit Ihnen Geschäfte mache. Ihr Chef versteht das. Und hier bin ich. Freut mich, Sie zu sehen. Nettes Büro. Ich weiß, was Sie denken. Oha, er weiß, was du denkst. Da weiß er mehr als ich. Haben Sie den Vertrag bekommen? Ich habe Ihnen die Daten überspielt. Ja, hab ich. Und auf Papier gedruckt. Sag ihm, dass mit dem Papierausdruck eines 3-seitigen Vertrags 15 Rohstoffkredits verpulvert werden. Das macht kein Mensch mehr. Ich weiß, was Sie sagen wollen. Ich will es trotzdem so. Und Sie wollen einen Auftrag. Gerne. Aber Sie unterschreiben auf Papier. Unbelehrbar. Selbstverständlich. Wo soll ich unterschreiben? Hier? Mhm. Motte ist ein guter Kunde. Ein sehr guter Kunde. Auf jeden Fall. Ich mag ihn sogar. Er ist so... antiquiert. Dein bester Kunde. Definitiv. So, und jetzt gib mir was Nettes. Was sind derzeit die Top 5 meiner 30-Minuten-Entspannungsprogramme? Smoker Soul. Nein, passt nicht. Brain Tetris? Nein. Nice Tech Trailer? Ja, nee, lieber doch nicht. Mila Ott, Gedichte über die Liebe. Das ist in meinen Top 5? Oh Gott, raus damit. Dann bleibt noch Jungle Flight. Ja, das ist cool. Gib mir 30 Minuten Jungle Flight und dann nach Hause was essen. Geräusch rausnehmen. Haben Sie die Schnittstelle amputiert oder was? Die 30 Minuten sind um. Ah, ja. Hiermit präsentiere ich Ihnen eine frohe Botschaft auf Stay Enemies. Ja, was? Herzlichen Glückwunsch. Du wurdest eingeladen und dein Lieblingsfeind kann es kaum abwarten, dich fertig zu machen. Du musst ein echt mieser Typ sein. Denke einen beliebigen Gedanken, um Plug and Die automatisch zu installieren. Mia, ja, mach das aus. Was ist das? Kann eben nur ein Boot auf ihn. Schön, dass du die Einladung angenommen hast. Das Plugin wurde erfolgreich installiert. Du bist jetzt ein Premium-Opfer. Gratuliere. Mia, tu was. Mache eine beliebige Aktion, um automatisch schlechte Nachrichten zu abonnieren. Ein Bärendienst von Stay Enemies. Warum tust du nichts? Schön, dass du schlechte Nachrichten abonniert hast. Schlechte Nachrichten informieren dich stets aktuell über die Aktivitäten deines Feindes. Hiermit präsentiere ich Ihnen eine frohe Botschaft von Stay Enemies. Schön, dass du die Einladung angenommen hast. Das Plugin wurde erfolgreich installiert. Du bist jetzt ein Premium-Opfer. Du wurdest eingeladen und dein Lieblingsfeind kann es kaum abwarten, dich fertig zu machen. Denke einen beliebigen Gedanken, um automatisch zu installieren. Gratuliere. Kuckuck. Keiner da? Carla. Oh Gott, es ist passiert. Was? Was ist passiert? Stay Enemies. Oh, was hast du immer mit deinem Stay Enemies? Die haben's mit mir. Irgendjemand hasst mich. Irgendjemand will mich fertig machen. An wen denkst du? Keine Ahnung. Das ist es ja. Keine Ahnung. Du hast offenbar ein paar Leichen im Keller, Fredster. Und ich dachte, du könntest kein Wässerchen trüben. Das ist nicht witzig, Carla. Es macht mir Angst. Richtig Angst. Hey, tut mir leid. Das ist bestimmt nur irgendein Gag. Nimm's nicht so ernst.
Ist denn schon was, also ich meine, ist denn schon irgendwas passiert? Hey, das ist nicht meine Playlist. Was hast du? Keine Ahnung. Ich weiß überhaupt nicht, was hier los ist. Wir treffen uns im Silent Point. Das wird dich auf andere Gedanken bringen. Reporting an Netzsicherheit. Na, wie gefällt euch das? Das ist erst der Anfang. Ich meine das ernst. Das ist kein Spaß. Stay Enemies Plug and Die wurde erfolgreich installiert. Kinderspiel. Das wird Nia Insource in seine Einzelteile zerlegen. Eskalationsstufe 1 wird eingeleitet. Reporting Ende. Willst du tanzen? Tanzen? Was ist das? Und auf so einer Musik schon gar nicht. Wie wär's damit? Nicht mein Ding. Lieber das. Oh, nee. Nimm das. Wie sollen wir tanzen, wenn wir uns nie auf eine Musik einigen können? Lass uns in einen Real-Musikclub gehen. Wir lassen uns überraschen. Wir lassen uns überraschen. Oder warte, ich habe noch eine Idee. Carla. Was soll das? Fred, du bist echt bescheuert, so Zeug. Carla, das war ich nicht. Nee, ist klar. Schlechte Nachrichten. Deine Musikauswahl wurde auf Hard Porn begrenzt. Die kommt nun im Abo für nur 283 Webster Freihaus. Was bist du doch für ein widerlicher Kerl. Viel Spaß beim Tanzen. Wünscht dir Stay Enemies. Mia, ich check das nicht. Ich mach den Musikkanal zu. Du bist echt schräg drauf heute. Carla, sorry, das war... Mein Mia spielt irgendwie verrückt. Das hat irgendwas mit Stay Enemies. Du bist doch paranoid, Fredster. Ich will jetzt nach Hause. Das ist echt ein Scheißabend. Ich habe im Lauf meines Lebens 9.923 Kilogramm CO2 in Sauerstoff umgewandelt, damit Sie atmen können. Retten Sie mich, dann rette ich Sie. Dies ist eine Aktion von Baumretter. Spenden Sie unter Code 3901. Ey, Baum, guck dich mal um. Hier sind überall Kollegen von dir. Ihr seid in der Überzahl. Hier gibt's nichts zu retten. Scheiße, Nia, seit wann habe ich Öko-Fleck freigeschaltet? Was ist nur los mit dir? Letzte Infofilter-Modifizierung vor 3 Stunden. Einstellung XL. Scheunentormeister, sozusagen. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Rückgängig machen. Erst stirbt der Wald, dann der Mensch. Retten Sie mich, dann rette ich Sie. Dies ist eine Aktion von Baumretter. Spenden Sie unter Code 3901. Aus! 7 Jahre nach den Bienen geht der Mensch. Macht Schluss mit der Genverseuchung. Dies ist eine Aktion von Baumretter. Spenden Sie unter Code 3901. Sorry, Infofiltersperre aktiviert. Rückgängig ist ein ungültiger Befehl. Nia, verdammt, diese Anweisung ist nicht vorgesehen. Fredster dreht am Rad. Muss das denn sein? Ich kann das gar nicht mit ansehen. Und ich darf nichts sagen. Ich hab total das schlechte Gewissen. Bitte beende das. Das ist unmöglich. Nicht jetzt. Unmöglich. Es tut ihm nicht weh, es verwirrt ihn nur ein bisschen, aber das gehört dazu. Das blüht uns schließlich allen, wenn ich es nicht verhindere. Ich hab es dir doch erklärt. Dinesi will, dass in 2 Jahren jeder mit diesem Ding rumläuft. Verpflichtend. Eine ganze Gesellschaft angreifbar in ihrem innersten Wesen. Das ist doch irre. Ich kann es ihnen beweisen und ich werde es ihnen beweisen. Dann müssen sie diesen Wahnsinn stoppen. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Nesi sich davon sonderlich beeindrucken lässt. Du hast sie doch schon gewarnt, wie oft schon. Die wissen das. Du hast es damit sogar in die Nia-News geschafft. Weißt du noch? Diese behämmerte Schlagzeile. Cassandra gegen Goliath. Du hast Petitionen veröffentlicht. Das war denen doch alles scheißegal, Gender. Dieses Mal können sie mich nicht ignorieren. Es ist bald vorbei, versprochen. Wie lange noch? Bald, sehr bald.
Und dann geht's für euch nach Nystek. Das kriegst du doch nie hin. Lass das mal meine Sorge sein. Ich schaff das. Freu dich drauf. Bis dahin wäre es besser, du brichst den Kontakt zu ihm ab. Das kann ich nicht. Du sagst selbst, du kannst es nicht mit ansehen. Willst du auf den letzten Metern alles kaputt machen? Wenn du es ihm sagst, wird er dich hassen, weil er es nicht versteht. Noch nicht. Und Nystek ist dann auch gestorben. Ich muss diese Sache jetzt beenden. Brich den Kontakt ab. Es ist besser. Ihm wird nichts geschehen. Denk an Nystek und brich den Kontakt ab. Ah. 23 Grad. Leichter Regen. Du hast gar nicht gut geschlafen. Was du nicht sagst. Wie auch. Ich habe das Gefühl, ich kenne dich nicht mehr. Und wenn das kein kritischer Zustand ist, dann weiß ich es echt nicht. Dein Puls? Ja. Ich glaube, du musst mal zum Nia-Doc. Eine neue Nachricht. Schlechte Nachrichten. Eskalationsstufe 1 wurde erreicht. Dein Feind ist wirklich sehr, sehr schlecht auf dich zu sprechen. Dein Speiseplan bei Quickfrost wurde abgestellt. Dein neues Ernährungsprofil lautet nun Senior Magen Safe Spar. Ein Sonderangebot von Isfix. Guten Appetit. Du hast 356 Werbebotschaften. Ich glaube, ich spinne. Kälteempfindliche Zähne? Mia! Wärmen Sie Ihren Salat mit Hot Salad Salatbesteck. Hot Salad wird unterstützt von der Medicard. Hast du einen Schaden, Mia? Ich habe nichts davon gesagt, dass ich den Mist hören will. Du hast das abonniert. Du bist jung, du bist stark, du bist kampfbereit. Mia, mach das Neogod aus! Neogod braucht dich. Mitgliedschaft unter neogod.xor. Mia, wer ist das? Wer ist da? Isfix. Ihr Mittagessen. Isfix? Ich hab doch gar nicht. Senior Magen Safe Spar. Wochenration. Ist billiger. Licht um die Kasse bestellt, was? Na dann, guten Hunger. Boah, geht's. Schlechte Nachrichten. Ja. Dein Feind hat keinen Sinn für die feine Küche. Er wünscht dir trotzdem guten Appetit. Ja. Ist nicht alles auf einmal. Smile. Ja. Carla K. klopft an. Gib sie mir. Sofort. Hey, Fred. Alles okay bei dir? Nichts ist okay. Ich wollte dir nur sagen, bis bald. Wann? Carla? Wann denn? Carla. Bitte. Carla K. ist raus. Es tut mir leid, ich kann an Ihrem Implantat keinen Defekt feststellen. Der Sitz ist einwandfrei, die Nanobatterie erst 2 Jahre alt. Außerdem klingt das nicht nach einem Energieproblem. Die neurologische Prüfung hat nichts ergeben. Körperfunktionen sind nicht beeinträchtigt. Sie haben alle Updates ordnungsgemäß durchgeführt. Die Datenübermittlung ist vollständig und vorschriftsmäßig. Einfach perfekt. Keine unerlaubten Kanäle, einwandfrei. Wenn Sie natürlich hier und da Ihre Vorlieben ändern, gut, dann ist das ja nun Ihre Sache. Das ist es ja. Das mache ich ja gar nicht. Aber es passiert trotzdem. Ich bin kein Psychologe, aber eins ist klar, Ihr Nia macht nichts, was Sie nicht anordnen. Ich muss es Ihnen nicht sagen, Nia InSource ist wirklich ein ganz ausgezeichnetes Gerät. Sie können wirklich stolz darauf sein. Es ist das Beste, was derzeit auf dem Markt ist. Ich finde diesen Mann sehr kompetent. Mein Nia macht, was er will. Oder zumindest nicht, was ich will. Kann es sein, dass Sie zu viele alte KI-Filme geguckt haben? Oder gehören Sie zu dieser paranoiden Neurosekte? Das ist doch Humbug. Das wissen Sie doch hoffentlich. Oder muss ich da Meldungen machen? Ich sage Ihnen nur, wie es ist. Er macht Dinge, die ich nicht so eingestellt habe. Mir ist so ein Fall nicht bekannt. Und wenn doch? Na, rausnehmen kann ich es natürlich nicht, aber das werden Sie ja wohl auch kaum wollen. Gehen Sie zu einem Psychologen, das scheint mir angezeigt. Ihre Medicard, ich sehe da... Haben Sie schon mal von Stay Enemies gehört? Naja, man hört vieles, viel dummes Zeug dabei, wenn Sie mich fragen. Vielleicht haben Sie sich ja in der Vergangenheit Feinde gemacht. Aber dafür kann Ihr Nia nun wirklich nichts. Schlechte Nachrichten. Deine Medicard wurde aktualisiert. Du leidest unter Verfolgungswahn und reagierst allergisch auf Schmerzmittel aller Art. Deine chronischen Geschlechtskrankheiten sind übrigens äußerst ansteckend. Und glücklicherweise hat Carla über den direkten Kanal eine Kopie deines Medireports bekommen. Autsch! Viel Spaß beim nächsten Rendezvous. Wünsch dir Stay Enemies. Thank you.
Gender Score. Report Amnesie. Eskalationsstufe 1 erfolgreich abgeschlossen. Ich habe seine Medicard überschrieben. Ob Meditech davon begeistert sein wird, dass man ihre Konten so leicht manipulieren kann? Könnte ein teurer Spaß werden, wenn allen plötzlich ein Platin-Gebiss zusteht, was? Aber das war noch lange nicht alles. Jetzt hab ich die Kredi am Wickel. Oh oh. Stay Enemies beschert der Netzsicherheit mächtige Feinde. Ich fordere, dass die Vereinbarungen zur flächendeckenden Ausstattung der Bevölkerung mit Nia Insource mit sofortiger Wirkung zurückgenommen werden. Nia Insource ist eine Gefahr für die Gesellschaft. Ich fordere eine Untersuchung. Oder wollt ihr noch mehr sehen? Starte Eskalationsstufe 2. Reporting Ende. Ich will meinen Jobreport. Schlechte Nachrichten. Dein Feind hat deinen Account bei cybergarten.xor gehackt. Du hast mit der Gamma-Card deiner Firma einen virtuellen Kunstrasen für 367 Webster erstanden. Eieiei, das ist illegal. Die Gamma-Card wurde gesperrt. Viel Spaß mit dem kostbaren Kunstrasen wünscht dir Stay Enemies. Das war ja wohl nicht mein Jobreport. Chef hat angeklopft. Persönliches Meeting angefordert. Persönlich? Persönlich. Schlechte Nachrichten. Für deinen Fall wurde ein Metafeind installiert. Metafeinde koordinieren die Aktionen eines Feindes, wenn sie zu umfangreich werden. Gratuliere. Viel Feind, viel Ehr. Nia, bitte, bitte stell das ab. Gib mir meinen verdammten Jobreport. Ich hab schon zweimal verschoben, Mann. Du musst ihn mir jetzt geben, sonst bin ich raus. Du hast 334 Werbebotschaften. 13 Abos wurden abgeschlossen, davon 3 illegale. Du bist jetzt Jünger bei Neogott und huldigst dem Gott mit 777 Webster. Du hast 3 neue Freundinnen bei Sapphos Delight. Oh Gott. Neogott dankt dir für eine erneute Spende von 555 Webster. Fredster, deine Kredi ist am Limit. Ja, das ist dein Gott, verdammter Scheißjob, Mann! Du huldigst Neogott mit 222 Webster. Ah, streiche das Wort Gott aus meinem aktiven Wortschatz! Du huldigst dem Gott mit... Kreditkartalarm. Was? Jetzt hab ich dich, Enemy. Das hast du nicht drauf. Die Kredi kannst du nicht austricksen. Gott! 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 Dein Kredi-Rahmen wurde auf 3500 Webster erhöht. E-Steuer wurde informiert. Du huldigst dem Gott mit 1111 Webster. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Wohlgesprochen, Meister. Gratuliere, Fredstar. Eskalationsstufe 2 wurde erreicht. Du solltest dich hüten, denn dein Feind ist mächtig sauer auf dich. PS, check mal deine Kredi. Rett dir dein Metafeind. Verdammt, Fred. Warum hast du deinen Jobreport nicht angenommen? Ich wollte wirklich, Chef, aber ich konnte einfach... Das mit der Gamma-Card, das ist illegal. Ja. Ein Kunstrasen, was soll die Scheiße? Chef. Das ist ein Kündigungsgrund. Ach, was sag ich, das sind 5 Kündigungsgründe auf einmal. Illegaler Einkauf auf Firmen-Gamma-Card, Umgehung aller Protokolle, Veruntreuung, Betrug, Erwerb von Produkten aus nicht nachwachsenden Rohstoffen und dann auch noch virtuell. Schlimmer geht's nicht. Du verballerst 46 Rohstoffkredits für nichts. Was hast du dir dabei gedacht? Und ich kassiere Strafpunkte, und zwar nicht zu knapp. Also, das ziehe ich dir vom Lohn ab. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich gebe dir noch eine Chance und nehme den Kunstrat auf meine Kappe. Ich verbuche das als... Das bleibt ich. Du hast 546 Werbebotschaften. Eins sag ich. Halt die Klappe. Halt die Klappe. Meinst du mich? Meinst du mich? Nein. Ja. Nein, sorry, ich... Chef, nein, das... Den Auftrag von Motte, den versaust du nicht. Den Typ fasst du mit Samthandschuhen an und leckst ihm die Füße, wenn es sein muss. Ja. Nimm dir 3 Tage frei und dann bist du wieder der Alte. Oder die längste Zeit bei Transweb gewesen. Ganz wie du willst. Sei froh, dass ich dich mal für echt gut gehalten habe. Ja. Versau es nicht, verstanden? Ja, Chef, hab ich. Motte, hab ich verstanden. Danke, danke nochmal, ja? Scheiße. Schlechte Nachrichten. Du hast Motte zu einem Gay-Porn-Club eingeladen. Als Premium-Gast erhält Motte einen kleinen Vorgeschmack auf die Freuden, die ihn erwarten. Schade, er hat gar nicht so begeistert gewirkt. Carla? Carla, Nia klopft bei Carla an, bitte.
Übermittle Koordinaten erneut. 262 Carla K. Gib sie mir. Sorry, Meister. Keine Kapazitäten. Bitte. Dein Herr ist enttäuscht, dass du nicht kamst, da er dich rief. Huldige ihm mit 999 Webster, um seinen Zorn zu besänftigen. Mein Herr kann mich mal. Kreditkartalarm. Deine Kreditkarte verweigert die Auszahlung. Kritischer Kreditstatus erreicht. Kündige Nia News. Kündige Freundeskreis Mitlev. Abonniere Werbebotschaften. Kündige Silent Point. Nein, nicht Silent Point. Da habe ich Carla kennengelernt. Sorry, Meister. Die Kredi dankt ab. Schlechte Nachrichten. Der Metafeind hat ein bisschen an deiner Gehaltsschraube gedreht. Zu deinen Ungunsten, versteht sich. Der Personalbot ist leider nicht mehr umzustimmen. Der Fehler kann frühestens behoben werden, wenn er eine Komplettüberholung bekommt. Und das kann dauern. Dein Herr zürnt dir. Eine Botschaft von Otto. Sind Sie verrückt geworden? Sehe ich so aus, als würde ich auf Gayporn stehen? Was haben Sie sich dabei gedacht? Das war's. Nicht Silent Point. Wollen Sie wissen, was ich mit Ihrem Auftrag mache? So, bitte sehr. Jetzt wissen Sie, warum ich Papier bevorzuge. Nicht Silent Point. Gender Score, Report an Nesi. Report an Neurosecurity. Eskalationsstufe 2 erfolgreich abgeschlossen. Sämtliche Sicherheitsprotokolle wurden neutralisiert. Infofilter deaktiviert. Alle Kanäle sind geöffnet. Und das war keine Kunst. Ich warte auf eine Antwort. Ich will eine Antwort haben. Der Träger zeigt erste Desorientierungserscheinungen. Starte Eskalationsstufe 3. Was ist das denn jetzt? Das kann nicht sein. NIA-Alarm. Übermittlung des Reportings fehlgeschlagen. Unautorisierter Zugriff über Reporting-Kanal. Sicherheitsprotokoll unterlaufen. Erzwungener Datentransfer an Netzsicherheit. Überspiele The Enemy's Sessions an Nesi. Überspiele The Enemy's Code an Nesi. Deaktiviere The Enemy's Gate. Blocken, Nia, blocken. Blockmodus deaktiviert. Datentransfer erfolgreich abgeschlossen. Nein, nicht mein Code. Willst du mich umbringen? Schlechte Nachrichten. Dein Feind hat eine Vorliebe für zünftiges Liedgut. Viel Spaß beim Schunkeln. Du hast eine neue Nachricht. Der Chef hat auch klopft. Scheiße, wie redest du? Was hat er denn gesagt? Ah, die Mobi was gibt Pfiffer den narrischen Saupreis dem. Das konnte sie in den Arsch schieben, das Gespräch, hab ich ihm gesagt. Mia, du treibst mich... Nein, du treibst uns in den Ruin. Mir sagen die lustigen Holzhackerbohren. Carla K. Gib mir bitte Carla K. Carla? Die kenn ich nicht. Carla, du musst den direkten Kanal zu Fritz da kappen. Sofort. Ich kann ihn schon die ganze Zeit nicht mehr erreichen. Ich habe überhaupt keinen Kanal mehr zu ihm. Ich dachte, du hättest... Sie haben dich also schon geblockt. Was soll das heißen? Du hast gesagt, es passiert nichts Schlimmes. Dass alle mir dankbar sein werden, auch Fredster. Du hast gesagt, dass es richtig ist. Ich bin raus. Die Nesi hat mir den Code abgesaugt. Was? Stay Enemies, alles, das ganze System. Einfach so. Sie haben meinen Reporting-Kanal genutzt. Frag mich nicht, wie. Es ist eine Katastrophe. Stay Enemies ist nicht mehr in meiner Hand. Ich muss verrückt gewesen sein. Du musst sofort weg. Du bist in Gefahr. Du weißt alles. Die Stay Enemy-Demo-Sessions, die Lücke in Nia Insource. Ich nehme an, sie sind nicht scharf auf Mitwisser. Überhaupt nicht scharf. Hör auf, du machst mir Angst. Ich habe unterschätzt, wie weit sie gehen würden. Sie werden es nicht stoppen, niemals. Sie haben zu viel investiert. Sie werden uns das hier nicht durchgehen lassen. Was soll das heißen, uns? Was wird aus Freds da? Was werden sie mit ihm machen? Und was ist mit Nicetech? Du hast gesagt, wir dürfen nach Nicetech. Gender, was soll das alles bedeuten? Ich weiß es nicht. Ich kann nichts mehr tun. Ich habe einen Freund auf Fritz da angesetzt. Zero, ein Illegaler. Er kickt ihn aus dem System, wenn er ihn noch rechtzeitig findet. Dann ist er sicher. Fürs Erste. Bist du verrückt? Er soll offgehen? Illegal werden? Niemals. Wer ist dieser Zero? Was hast du mit solchen zu schaffen? Manche Türen sollte man sich immer offen halten. Merkt ihr das, Carla? Offgehen ist die einzige Möglichkeit für Fritz da, glaub mir. Ich wünschte, ich könnte was anderes sagen. Bitte sag, dass das alles nur ein beschissener Nier-Trip ist. Ich habe Zero einen Backup von Fritz das Nia gegeben. Du hast was? Es gibt ein Backup von Fritz das Nia vor der Stay Enemy Session. Aber das ist...
privat. Das ist intim. Ein Nia-Backup, Gender. Ich hätte nie von dir gedacht. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für Skrupel. Sei mir lieber dankbar dafür. Vielleicht kann Zero ihn mit dem Backup zurückholen. Vielleicht. Aber erst muss Fritz da auf. Ich überspiele dir jetzt den Paracode. Du gehst nach Nystek. Sofort. Ich schätze, das ist im Moment der einzig sichere Ort für dich. Ich gehe nach Nystek. Das war immer mein Traum. Jetzt. Du hast gesagt, wir gehen beide. Verstehst du? Ich habe keinen Zugriff mehr auf Fritz da. Ich habe auf Fritz aus Nierbeck auf einen Paracode für Nystek gepackt. Wenn alles glatt läuft, landet er sowieso dort. Denn mehr konnte ich nicht tun. Und du gehst. Jetzt. Ich hab Angst. Ich muss. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Wie meinst du das? Was meinst du mit nicht mehr viel Zeit? Was soll das heißen? Was hast du vor, Gender? Ich brauche deine Hilfe. Ich schaff das nicht alleine. Du kannst mich jetzt nicht im Stich lassen. Mach's gut, Carla. Pass auf dich auf. Aktiviere den Paracode. Schnell. Scheiße, wer ist das? Ist fix. Mittagessen. Gender? Ist fix. Ich habe kein Essen bestellt. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Hauen Sie ab! Sorry, Schätzchen. Du bist ein Störfaktor. Die Netzsicherheit lässt schöne Grüße ausrichten und Dank für das nette Tool. Sehr clever und so nützlich. Aber erpressen lässt sich die Nesi nicht. Das war dir doch sicher klar. Gute Reise. Nein, bitte. Ich... Chanda, sag doch was. Gender, antworte mir. Gender. Der Kanal Genderscore ist nicht mehr verfügbar. Eskalationsstufe 3 wurde erreicht. Schnall dich besser an, Fritz da. Dein Feind scharrt schon mit den Hufen. Er ist dir ganz, ganz nah. Näher als dir lieb ist. Smile. Triff ihn bei God's End. Empfiehlt dir Stay Enemies. Kilometer und 234 Meter der gewünschten Strecke zurückgelegt. Du langweilst deinen Herrn. In dieser U-Bahn reisen 124 Passagiere, davon ein Illegaler. Das ist mir scheißegal. Huldige dem Gott mit 333 Webster. Die Haltestufen dieser U-Bahn wurden zuletzt vor 234 Tagen grundgereinigt. Was klotzt ihr mich alle so an? Kritischer Kreditstatus. Nur Clean warnt vor einer 27% wahrscheinlichen Kontaminierung mit Nanovir 2. Habt ihr vielleicht auch so einen Schwachkopf an Bord? Du musst mehr Werbebotschaften abonnieren. Ja, bei Neogosh. Marmorschimmer, und weiß. Bleach Lady macht deine Haut zum blendenden Erlebnis. Du hast 798 Euro. Das ist was? Das muss nicht sein. Sprachcode bringt deine Stimmbänder wieder in Schwingungen. Und abonniere mit einem doppelten Medi-Bonus-Kategorie. Das Holodeck Safety Doppelpack gibt es jetzt zum doppelten Preis. Für einen neuen Alltag. Deine Medi-Tee. 13 Fahrgäste in die Neonies, ohne sie abonniert zu haben. Vielen Dank. Ich lasse dich rausschneiden. Ich gehe jetzt gleich zu unter dein Feld und du bist Arzt und der schneidet dich einfach raus. Ganz so einfach. Zack. Unbekannte Option. Du bist allergisch gegen Schmerzmittel aller Art. Ja. Explantationen können nur ohne Betäubung durchgeführt werden. Oder du entfesselst schlechte Nachrichten. Neogod wird Mitglied bei Stay Enemies und freundet sich mit deinem Metafeind an. Autsch, jetzt wird's richtig lustig. PS, es gibt einen Notausgang. Die Türen dieser U-Bahn lassen sich ganz leicht öffnen. Verarsch mich nicht, du Scheißtier! Das wird teuer, Meister. Das wird sehr, sehr teuer. Verarsch mich nicht! Morgen. Neogod lässt ein letztes Mal ein Orakel. Sponsor bei Isfix. Schlechte Nachrichten. Der Metafeind gibt eine Riesensause auf deine Kosten. Prost, Fritzka. Lass dich feiern. Hallo Carla. Willkommen in Nystek. Wir wünschen dir einen fantastischen Aufenthalt. Du erhältst 6000 Paras zu deiner freien Verfügung. Paratransaktionen werden nicht gelockt.
Die Medicard ist nicht autorisiert, Paraaktivitäten in die Berechnung der Risikoklassen einzubeziehen. Jobreport hat keinen Zugriff auf NICETEC-Besucher. Du bist frei. Tue und lasse, was du willst. Sohle verliert bei jedem Schritt 0,9 Nanometer ihres Profils. Das erhöht die Verletzungsgefahr bei Regen um 0,1%. Accident Plus erhöht den monatlichen Beitrag um 1 Webster pro Bewegungszeit. Ich will nur, dass das Scheißding aufhört. Der Mann vor dir ist illegal. Nia. Regenalarm. Kündige Nia. Accident Plus. Kündige Nia. Kündige Nia. Nia. Kündige. 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 Schlechte Nachrichten. Fritz, da möchtest du endlich wissen, wo dein Feind ist? In den Hals umdrehen oder dir deinen umdrehen lassen? Das geht leider nicht, denn er ist in deinen... Du hast 3678 Wärmebotschaften. Mia Update gecancelt. Fehler bei Modul 23b. E-Steuer verlangt Report. Kanal nicht verfügbar. Sorry, Meister. Sorry. Sorry. Sorry, leck's mir am Arsch. Sorry, du närrischer Saupreis. Mia? Kündige Riot Girl. Werde Mitglied bei App. Du hast 16.700 Millionen. Die Werbebotschaft. Ich werd verrückt. Klatschstein, da hast du. Meldefehler in Modul 56a und 34b. Meldefehler in Mia-Übertragung. Kündige Medica. Ah, das nennt ich einen Fortschritt. Kaufe sofort eine Flasche Whisky bei E-Drink. Kündige E-Drink. Schlechte Nachrichten. Schlechte Nachrichten. Abonniere schlechte Nachrichten. Schlechte Nachrichten. Schlechte Nachrichten. Abonniere schlechte Nachrichten. Schlechte Nachrichten. Schlechte Nachrichten. Was ist das? Mia. Nein. Nein, Mia. Nein, 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 das war knapp. Wer wird sich denn so weit über den Bahnsteig beugen? Das ist gefährlich. Oh, du bist das Fletzter. Ich sagte doch, wir sehen uns wieder. Ich bin übrigens Zero. Alles in Ordnung? Du siehst ziemlich beschissen aus. Kann ich dir irgendwie helfen? Hey, hörst du das? Klingt nach Sani-Resk. Luxuskrankenwagen von der Netzsicherheit höchstpersönlich. Müssten gleich hier sein. Was die hier wohl wollen? Hast einen Premium-Medi, was? Mich? Dann würde ich zusehen, dass ich hier wegkomme. Wo soll ich denn hin, ne? Mich gibt's nicht mehr. Hey, sag das nicht. Es gibt immer einen Hinterausgang. Und einen Hintereingang. Wenn ich du wäre, würde ich ihn nutzen. Sieh mal das hier. Kleines Aussteiger-Plugin. Ist kinderleicht. Glaub mir, ist das Beste in deiner Lage. Und dein Rückfahrticket gibt's gratis obendrauf. Vielleicht führt es dich ja zu deiner kleinen Freundin. Carla heißt sie, stimmt's? Carla? Was weißt du von Carla, hä? Woher kennst du... Keine Zeit jetzt. Schließ einfach die Augen. Vertrau mir. Du hast sowieso nichts mehr zu verlieren. Botschaften aller Art. Nia-Kommunikation kann in NICETEC nach Belieben eingeschränkt werden. Du bist frei, kannst tun und lassen, was du willst. Und du hast einen Gast. Carla! Carla, ich bin hier! Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht wieso, aber ich bin hier! Du bist da! Du lebst! Ja! Dir geht es gut! Ja. Das ist... Es tut mir alles so leid! Was? Was machst du hier, Carla? Was tut dir denn leid? Fred! Mann, ich bin so froh, dich zu sehen. Ich auch. Hab ich geträumt, ey? Wie komme ich hier überhaupt her? Eben war ich doch noch ganz woanders. Fred, das ist eine lange Geschichte. Eine richtig lange, beschissene Geschichte. Wieso? Ich werde dir alles erklären. Ja. Aber hey. Hey, es ist alles gut gegangen. Wir sind hier. Ja. NICETEC! Du und ich. Habe ich dir nicht gesagt, dass ich mich nicht mit weniger zufrieden gebe? Wir sind in NICETEC! 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 Ich glaub's einfach nicht. Warte.
Mia, bist du das? Hallo, Fredstar. Mia, du bist wieder da. Der Wahnsinn. Ich befinde mich im Nice-Tech-Modus und stehe dir bei Bedarf zur Verfügung. Du bist frei zu tun, was dir beliebt. Ich wünsche dir einen wunderbaren Aufenthalt. Dein Nice-Tech-Code ist unbegrenzt gültig. Was? Was? Carla, weißt du was? Ich habe einen Open-End-Paracode. Wow! Nice-Tech forever! Ich auch! Carla! Das haben wir Gender zu verdanken. Danke, Gender. Danke, danke, danke. Ich hoffe so sehr, dass es dir gut geht. Wer ist denn Gender? Nicht jetzt, Fredster. Alles zu seiner Zeit. Komm, jetzt gehen wir erstmal baden. Ja! Hey! Ja! Nice Tag! Nice Tag! Nice Tag! Hallo, ihr süßen Turteltäubchen. Habt ihr euch gut eingelebt? Ist es nicht wunderschön in Nice Tag? Es kommt aber noch viel, viel besser. Denn jemand hat ein gewaltiges Hühnchen mit euch zu rupfen. Na, kommt ihr drauf, wer das sein könnte? Installiert Plug and Die und lernt eure Feinde richtig kennen. Sie sind nämlich ziemlich sauer. Habt Acht, red euch Stay Enemies.